Morgen, Chef. Morgen. Und, alles klar? Ja, nun geht mal alle hier rein. Das muss ja noch nicht sein. Nicht? Chef hat schlechte Laune. Schlechte Laune am Morgen bringt Kummer und Sorgen, Chef. Ja, du, ich wollte mal fragen, was mit meinen 300 Euro ist. Du weißt, dass ich es auch nicht so dicke hab. Die hätte ich ganz gern mal wieder. Psst. Wo ist denn Nils? Nils ist hinten in der Getränkebar und macht da sauber. Ja. Also, was ist denn jetzt mit der Kohle? Ja, weißt du, das Problem ist, ich krieg mein Studio einfach nicht vermietet und das ist alles irgendwie, es ist schwere Zeiten. Was soll ich da machen? Ja, du, Guru, Holger, bei Geld hört aber die Freundschaft auf, du. Ich finde, da fängt sie erst an. Hm. Ich meine, 300 Euro sind 300 Euro. Und meine Wunschliste bei Amazon, die wird auch mal länger. Da kriege ich mindestens 10 bis 12 Blu-rays für. Ich meine, ich muss auch wissen, wo ich bleibe. Wir müssen mal ein bisschen Bier bestellen. Geht alles ein bisschen langsam zur Neige. Ich muss mal eine Bestellung rausgeben heute. Wie viel ist denn noch da? Halber Kasten oder so. Und wie groß ist dein Anteil an dem Verbrauch? Na, ich muss doch bitten, nicht? Außerdem, seit Nero nicht mehr da ist, schmeckt mir das sowieso nicht mehr so. Mit wem soll ich hier auch anstoßen? Immer mit dem Spiegelbild zu prosten, ist ja auf Dauer auch ein bisschen öde. Wo wir hier gerade mal so unter uns sind. Ich bin ja nun auch schon einige Monate hier und ja, ich denke, ich mache hier ja auch eine gute Arbeit und bin mein Geld doch auch wert, oder? Ach, bezahle ich dich so schlecht, ja? Ja, eigentlich schon. Ich dachte, es ist jetzt vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen über die Erhöhung meiner Bezüge zu sprechen. Sag mal, hast du meinen Kalender da? Wieso? Ich wollte mal schauen, ob heute der 1. April ist. Gehaltserhöhung. Dafür, dass der mir hier die Bude vollqualmt und sich einen schlanken Fuß macht, ne? Und selbst wenn er es verdient hätte, wovon soll ich es bezahlen? Also, wenn der Führer mich hier nicht quasi als so eine Art Goebbels fürs Grobe hätte, der wird aber ganz schön alt aussehen, ehrlich. Wie? Alter Schwede, die Quarkbälle. Da möchtest du auf die Knie fallen, bettest du ein Glas Buttermilch. Ach, immer wenn man gerade bei der Arbeit ist, ist immer dasselbe. Ja? Als der Film GmbH? Nee, ich bin hier die Kosmetikerin. Wer steht doch dran? Sind Sie der Geschäftsführer? Nee, der ist hinten und Holger, Besuch für dich. Ja, was denn? Was hat der denn da? Da sieht man doch. Ein Klavier. Sind Sie der Geschäftsführer? Ja. Ach du Scheiße. RTL? Kaczynski und Komarow. Hä? Anwaltskanzlei, der Prozess gegen Golden Money. Schon vergessen? Ach, diese Call-In-Abzocker. Ja, das war schon doll damals. Golden Money. Die haben so Abzockereien im Fernsehen gemacht und ich habe darüber berichtet. Und dann wurde die Sendung abgesetzt. Ich hab das bewirkt. Ich. Ja genau, deine kritische Berichterstattung hat Golden Money in den Ruin getrieben, du miese Sau. Oh, das kann euch Anwälten doch scheißegal sein. Ja, aber wir laufen dem Geld schon seit Monaten hinterher. Deshalb holen wir es jetzt von dir. Und wie viel soll es sein? 10.000 Euro. Ja, die hätte ich auch gern. Ja, aber dann behalten Sie 300 Euro bitte hier. Die gehören nämlich mir. Vielen Dank. Hat das geklopft? Heute ist keine Sendung.
alle. Ah, gut. Ja. Entschuldigung, ich müsste einmal ganz dringend. Hast du kein Klo in deinem eigenen Büro? Nein, telefonieren. Ich habe doch noch keinen Telefonanschluss drüben. Könnte ich kurz bei euch? Ja, denke schon, im Büro, ne? Weiß allerdings nicht, ob das hinhaut. Wir haben die eine oder andere Rechnung, glaube ich, nicht bezahlt. Muss mal gucken, ne? Kann ich? Ja. Büro, ne? Ja. Büro, Ratlos, Büro. Also was ist denn nun jetzt mit den Kohlen? Ich habe schließlich heute noch Yogakurs. Ja, ich habe keine 10.000 Euro. Gib mir noch 2 von deinen Kameras. Bist du bescheuert? Ja, ich habe keinen Bock, hier wie ein schwarzer Käse durch die Gegend zu rennen. Denkst aber auch immer nur an dich. Meine Güte, Holger soll sich nicht so anstellen mit deinen 2 Kameras. Hauptsache, wir werden diese Rübe da los. Außerdem kriege ich noch 300 Euro von ihm. Okay, jetzt zum letzten Mal, du miese Sau. Her mit den Kohlen. Entschuldigung. Ich bin runtergefallen. Das ist. Oh Gott, Schaden. Oh Gott, geh mal lieber her. Ja, das war's dann ja wohl, ne? Also, tschüss. Ich komme wieder, keine Sorgen. Ja, aber es eilt nicht. Ich kann mich irgendwie erkenntlich zeigen. Ich wollte eigentlich nur telefonieren. Ja, bitte, hier. Dann ja? Kein Problem. Ja, hallo, was ist denn hier los? Was ist denn in dich gefahren? Läufst du jetzt amok? Der will doch bloß telefonieren. Brauchst du ihn doch nicht gleich erschießen. Chef,